Dezember 1991, Duisburger Wald. Eine Mutter auf den Spuren ihres entführten Sohnes. Noch ein paar Meter, dann ist die Stelle des Schreckens erreicht. Hier haben Sie meinen Sohn erniedrigt. Hier haben Sie ihn entblößt. Hier haben Sie ihn denunziert. Hier haben Sie ihn desavouiert. Es ist furchtbar. Bilder aus glücklichen Tagen. Günther Klein, Künstlername Teddy. 24 Jahre alt, ein netter junger Mann, von allen geliebt und bewundert, fröhlich und bescheiden. Über den Wolken. Seine Texte schrieb er selbst, die Musik war sein Freund. Der Teddy ist völlig normal, er kann keine Fliege töten. Abends kommt er nach Haus und singt für mich. Ich kann heute noch nicht verstehen, warum man ihn enttarnt hat. Ein Rätsel für alle, Hetze in Deutschland, keiner ist sicher, jeder kann der Nächste sein. Und das kurz vor Weihnachten. Sie schreien, sie lassen sich von der Luft. So, dass das einmal ganz klar ist. Von herum sind sie freundlich. Und hintenherum total pervers. Wir enttarnen alles, auch vor Weihnachten. Noch kurz vor der Sendung war alles in Ordnung. Man jubelte ihm zu, die Fans drehten durch. Doch dann geschah das Unfassbare und sie machten ihn fertig. Meine Damen und Herren, und das ist wieder mal die Frage, ist Teddy Parker eine perverse Sau? Bitte schön. Teddy ist eine perverse Sau. Misshandelt hat er mich, wo ich unser Kind gekriegt habe und ich war im Kreißsaal. Da hat er dann mit dem Perversen hat er rumgemacht. Über lauter Q-Tips und Vaseline und Senf. So kannten ihn Millionen, so liebten sie ihn und kauften seine verschmierten Platten. Eine Nation hat er betrogen, Millionen von Müttern getäuscht. Unser Studiogast Teddy Parker, 4 goldene Schallplatten, eine Blockhütte im Schwarzwald. Woher nehmen Sie die Kraft? Ich nehme die Kraft aus meiner Familie. Power, Power, Power. Okay. Doch geheime Aufnahmen beweisen das Gegenteil. Dieser Mann war pervers. Schon am frühen Abend benutzte er Frauenkleider und sprang durch die Betten seines Apartments in Mülheim. Dann gegen 4 Uhr morgens lag er auf dem Boden und leckte an Frauenschuhen herum. Doch am allerliebsten saß er im Wald und streichelte Hunden den Popo. Damit ist nun endgültig Schluss. Noch am selben Abend wird Teddy Parker von einem Redakteur des öffentlich-rechtlichen Fernsehens entführt und verschleppt. Ein harter Schlag für Teddy Parker, Glück für Deutschland. Am liebsten aß er Germknödel, die fetten, dicken Dinger mit Mohn und Vanillecreme gefüllt. Er hat sie stopfenweise in sich hineingestoppt. Es war widerlich anzusehen. Mein Name ist Teddy Parker. Ich bin seit 15. Dezember Gefangener der RTL. Ich grüße meine Mutter, meine Schwester. Teddy Parker ist ein Schwein. Ich wünsche Ihnen von Herzen ein fröhliches Weihnachtsfest. Guten Abend. Guten Abend. Mülheim Ruhr 1992. Dreharbeiten zu einem der wohl aufwendigsten Pornofilme der letzten Jahre. Liebe für Russland. Mami, 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 Mami. Die Aktion Liebe für Russland ist mein Beitrag zur Menschlichkeit. 7,5% der Kassetten gehen nach Russland. Der Rest wird für einen guten Zweck verbrannt. Action! Action! Während ARD und Bild mit ihrer wunderschönen Aktion Ein Herz für Russland bereits 34 Milliarden D-Mark sammeln konnten, steigt die Hilfsbereitschaft der Deutschen um ein Vielfaches. Die Idee von Atze Hotzler ist fantastisch. Der Erlös unserer Pornokassetten geht direkt nach Russland. Jeder hat seinen Spaß und das Ganze erfüllt auch nur einen guten Zweck. Und tatsächlich, Mülheim an der Ruhr hat es geschafft. Vom Kurort zur Pornohochburg. Mekka für Millionen. Echt geil, die Stadt. Geile Atmosphäre hier. Wir kommen aus Krefeld, aber hier ist der Teufel los. Hotzler muss Bürgermeister werden. Und nächste Woche ziehen wir nach Mülheim. Ja, die Stadt gefällt uns. Von nah und fern reisen sie an. In ihren Hotelzimmern bereiten sie sich vor. Und in ihren verdreckten Koffern lauert das Grauen. Liebe zu Russland, Liebe als Vorwand. Wir sind hier bei Frau Schröder, einer offenen Mülheimerin. Frau Schröder, was haben Sie denn zu den Dreharbeiten mitgebracht? Ich zeige es Ihnen gerne. Eine Pappe, eine Ikone, Wodka, Kosakenstiefel und ein Schwänzchen. Der Russe braucht kein Geld, der Russe braucht Liebe. Papa Atze weiß, was Liebe ist. Den Russen muss man von unten kommen. Die Mülheimer Hausfrauen sind okay. Ich will Bürgermeister werden. Genosse, schon 1951 drehte Atze Hotzler 6 Filme in der ehemaligen DDR. Doch nie zum Vergnügen, sondern immer mit Anspruch. Kondome bestehen zu 100% aus Latex. Das ist eine Flüssigkeit des kubanischen Gummibaums. Und die Hauptstadt von Kuba heißt Havanna.
Doch die Kehrseite der Medaille sieht anders aus. In diesem Krankenhaus liegt Theresa Jablinski, 28 Jahre alt, die Haare verwüstet, die Kleidung zerrissen. Ihre Rubel sind verschwunden, jetzt ist Theresa ein Wrack. Die Aktion Liebes für Russland ist unglaublich und gemein. Das müsste verboten werden. Der Hotzler will Bürgermeister werden und das auf Kosten von Pornostars. Dass sich seit Mülheim so etwas unterstützt, ist unglaublich. Genosse hier! Tatsächlich, Atze Hotzler ist brutal. Die Kirche hat recht. Jetzt will er Bürgermeister werden und Mülheim an der Ruhr macht mit. Wahlparty 1992. Ein Kreuz für Atze, Hilfe für Russland. Mit diesen Plakaten hat Atze Hotzler die Bürger auch wieder seine Seite gebracht. Wahlstudio Moskau, hören Sie mich. Ja, und hier ist der Wahlstudio Moskau mit dem absoluten Endergebnis. Karl-Heinz Böhm 3%, Atze Hotzler 103%. Demagog. Absolute Mehrheit, das ist deutscher Rekord. Ja, meine Damen und Herren, Atze Hotzler hat es geschafft. Atze Hotzler ist Bürgermeister. Und nächste Woche sehen Sie... Sex mit russischen Eiern! Guten Abend. Dezember 92, Industriegebiet Mülheim an der Ruhr. Atze Hotzler und seine Familie. Auf der Suche nach Nazis, auf der Suche nach denen, die Deutschland beschmutzen. Hier sind die Nazis, die landen. Ich hab das persönlich gesehen. Scheiß Nazis. Und tatsächlich, erst aus einiger Höhe erkennt man das am Boden hinterlassene Zeichen. Ein Hakenkreuz. Scheiß Nazis! Ich hab sie selber gesehen! Eine Familie verzweifelt, eine Familie am Rande des Wahnsinns. Ja, ich kenne Herrn Hotzler. Herr Hotzler ist komplett verrückt. Er leidet unter dem schlechten Deutschlandbild. Wenn er damit nicht aufhört, müssen wir ihn vergasen. Vor einer Woche fing es an. Vor einer Woche wurde er krank. Musik gegen Rechts, Kinder gegen Gewalt. Ausschlag, Fieber, Betroffenheit. Ich singe Lieder gegen die Nazis. Ich will ein Pazifist. Ich will ein Neger sein. Wenn wir jetzt nicht das Maul aufmachen und den Arsch aufreißen, dann wird Deutschland sterben. Wir Deutschen sind keine Nazis. Doch die Behauptung hinkt. Mein Vater hat die Marsmaschen selber gedreht. Deutschland ist gut. Doch das Geschrei hilft keinem weiter. Die hier gezeigten UFO-Bilder, die Hotzler angeblich in seinem Garten aufgenommen haben will, sind eindeutig getürkt. Da hilft kein Geschrei, da hilft keine Betroffenheit. Das ist Betrug. Auch der aussteigende Nazi vom Mars kann nicht überzeugen. Ein billiges Kostüm, das ist kein Marsmensch, das ist eindeutig Atze Hotzler. Ich betone nochmals, Herr Hotzler ist komplett verrückt. Diese Krankheit ist unberechenbar. Aus Betroffenheit wird Wut und aus Wut wird Hass. Dann haben wir den Salat. Und tatsächlich, jeden Tag ein neues Opfer, jeden Tag ein neuer Dreck. Hotzlers Zustand verschlimmert sich stündlich. Noch am selben Tag überfällt er zwei Lesben im Grillo-Park. Das sind eindeutig schwule Nazis. Das sind eindeutig schwule Nazis. Eindeutig schwule Scheiß Nazis. Doch damit nicht genug. Gegen Mittag dann überfällt er eine Umkleidekabine in Berthas Modeshop. Herr Hotzler ist wunderbar. Den kenne ich noch von früher, als er gegen die Juden war. Jetzt jagt er die Nazis. Das nenne ich modern, das nenne ich in. Herr Hotzler hat mich gepackt und geschüttelt. Du Nazi, du alte Nazisau. Ich fick dich, es war furchtbar. Doch die Ausländer sehen das etwas anders. Sie freuen sich über ein bisschen Abwechslung. Sie freuen sich über Hotzler, weil er so schön Musik macht. Mein Vater ist sehr verzweifelt. Mein Vater ist kein Nazi-Schwein. Behaupten die Söhne, doch die Wahrheit sieht anders aus. Jetzt ist das Mars endgültig voll. Herr Hotzler muss jetzt verschwinden. Von mir soll er auf den Mars gehen. Ich kann gut auf ihn verzichten. Und tatsächlich, noch am selben Abend wird Hotzler verhaftet und in sein Raumschiff geschafft. Noch am selben Abend soll er Deutschland verlassen. Deutschland ist nicht Amerika. Ein Traum geht in Erfüllung. Ein Mann ging seinen Weg. Deutschland ist wieder nazifrei. Auf Wiedersehen, Atze Hotzler.
Zukunft. Wahlkampf 94, Mülheim an der Ruhr. Startschuss für eines der wohl interessantesten Wahlprojekte der letzten Jahre. Hähne kämpfen für Parteien. Die Idee ist ganz einfach. Seit dem letzten Weltkrieg haben die deutschen Parteien mehr als 91 Milliarden nur für Wahlwerbung ausgegeben. Das ist eindeutig zu viel. Zwei halbe Hähnchen kosten nur 4,50 Mark. Ich will Bundeskanzler werden. Käthe Uhala Walterchen Pemm, die Frau unserer Zeit, die Frau unseres Vertrauens, die Perspektive für Deutschland. Christlich, sozial und modern. Ein Zeichen der Zeit, ein Signal für Deutschland. Wenn 480 Bundestagskandidaten 91 Mark kosten, dann sind zwei halbe Hähnchen nur 4,50 Mark. CDU. Hier hinter Hecken und Stacheldraht lebt die bescheidene CDU-Abgeordnete mit dem legendären Luftwaffengeneral Arthur von Reutz. Und dann 1944 volles Rohr in den Arsch und dann bam, 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 bam und alles und ich hätte tot sein können. Arthur von Reutz, das Gesicht voller Narben, den Anus gepudert und schön konserviert. Über 84 interessante Operationen in der ganzen Welt, über 600 Kuren allein im Schwarzwald. Ein Mann unseres Vertrauens, christlich, sozial und potent. Wenn 84 Operationen Geld kosten, dann kosten 600 Kuren im Schwarzwald nur noch 4,50 Mark. CDU. Ein echter Van Dijk, Tikhuis. Ein echter Bakai und Bimbo schmeckt nach Schokolade. Sag was, Bimbo. Wasser gut. Fein, Frau Huala. Gute Partei. Na bitte. Bimbo Ohala Walterchen Pemm. Die Haare aus Wolle, die Haut wie aus Leder. Auch er macht mit, auch er ist ein Mann unserer Zeit. Christlich, sozial und natürlich dunkelbraun. Partei. Untot, Parteitot. Billig, billig. Viel Geld für Hirse. Bimbo Hunger. Bimbo Hunger. 4,50 Mark. 4,50 Mark. CDU. Wir können nicht nur schreien, wir können nicht nur schweigen. Das Ohr ist offen, der Geist ist wach. Noch ist Deutschland in dunkler Nacht. 4,50. Wahlkampf 94, Wahlkampf der Verschwender. Scharping gegen Kohl, Lambsdorff gegen Ditfurth. Millionen ohne Arbeit, Hunger, Armut, Sexualität. Das ist nicht Deutschland, das ist es nicht. Das ist ein schwarzer Fleck, der muss weg. Hallo, ich heiße Soljanka und ich möchte dir gerne einblasen für 4,50 Mark. CDU, CDU. Christlich-Demokratische Humanitas. Sayonara. Die Partei ihres Vertrauens.